Hallo, ich bin Philipp, das ist Digifernunterricht und heute möchte ich euch ein super Whiteboard-Tool vorstellen, das heißt Google Jamboard. Ich gebe oben im Browser jamboard.google.com ein. Dann geht das so auf, man sieht meine zuletzt verwendeten Jams. Ich mache jetzt hier unten mit dem Pluszeichen, mache ich einen neuen Jam auf. Gebe dem einen Namen, Digi-Fernunterricht 2, weil ich habe nämlich gerade das schon mal gemacht, aber vergessen, den Bildschirm aufzunehmen. Das passiert manchmal, dass es Fehler gibt bei diesen Aufnahmen. Das muss ich jetzt alles nochmal neu machen. Ich wechsle jetzt in den Vollbildmodus, aber ihr wisst, das ist alles im Browser drin, also ich muss nichts installieren. Ich rufe die Seite einfach im Browser auf, komme dann auf diese Google Jamboard-Seite. Ich muss sagen, ich habe ein Google-Konto und das bräuchtet ihr, wenn ihr das anbieten wollt. Damit man mitmachen kann, braucht man es nicht. Jetzt, was ist das? Es ist einfach eine leere Seite im Internet. Es ist nicht nur eine, sondern mehrere. Dazu kommen wir dann gleich. Und ich kann jetzt einfach auf diesem Whiteboard-Tool wie eine Wandtafel, die jetzt von mehreren Personen beschriftet werden kann, kann ich Dinge hinschreiben. Jetzt mache ich mal ein erstes Beispiel. Ich versuche zum Beispiel mit einer Form, also ich könnte hier verschiedene wählen. Also ich mache mal sowas wie Kategorien. Also ich mache mal Grammatikunterricht, weil das zu meinen Aufgaben dazu gehört. Jetzt nicht wahnsinnig schön geschrieben, aber gestaltet, aber das geht mal so auf. Also Präposition. Konjunktion. So, jetzt mache ich ein paar Beispiele, die mache ich jetzt mit dem Notiztool hier. Trotz. So. Wegen. Mir. Machen wir noch unter. So, das ist dann schon. So. Und jetzt ist das eine ganz einfache Grammatikübung. Die besteht jetzt für Lernende dazu, die richtigen Konjunktionen und die Wörter so zu bestimmen, dass sie klar ist, ist es jetzt eine Konjunktion oder ist es eine Präposition. Das stimmt natürlich nicht, also so muss es sein. Einige bleiben dann auch aus, also mir sollte jetzt nirgendwohin verschoben werden, sollte außer bleiben. Und Sie können das jetzt gemeinsam machen, also Sie können das jetzt verschieben und wenn jemand das findet, das ist falsch, dann kann ich es wieder wegschieben. Also die können von allen Menschen, die hier eingelassen werden, können die verschoben werden. Und das ist jetzt so das nicht wahnsinnig originelle gemeinsame Arbeitsblatt. Wofür es sinnvoller ist, sind es natürlich so verschiedene Perspektiven einzufangen. Ich mache jetzt ein zweites Jamboard auf, um euch das zu zeigen. Also ich habe jetzt ein erstes gemacht und kann jetzt schnell auch ein zweites nehmen. Und ich kann da beliebig viele hinzufügen. Und wenn ich das freigebe, kann man hier oben dann wechseln zwischen den einzelnen Jamboards. Das ist eigentlich so wie Slides bei PowerPoint. Also ich könnte dann ganz verschiedene Dinge abfragen. Was ich oft mache, ist, dass ich so Felder einteile. Ich zeichne jetzt die Felder mit dem Stift. Ja, oder ich mache es mit dem Textmarker, genau, ausnahmsweise. Ich drücke Shift, also jetzt die Shift-Taste drücken. Dann kann ich eine gerade Linie zeichnen. Vielleicht kann ich das. Ja, ich kann das. So. Ich notiere es auch gleich noch, damit ihr es seht. So. Geht der Hintergrund, das ist nämlich oft die Frage auch bei Flinga und bei anderen Tools, also die Alternativen vielleicht. Das mache ich jetzt gleich zuerst. Also Alternativen zu Google Jamboard sind Flinga, Miro. Das sind ähnliche Tools, mit denen ich solche Dinge tun kann. Die haben unterschiedliche Stärken. Flinga ist im Vergleich zu Jamboard aus meiner Sicht einfach der Vorteil, dass es nicht von Google ist, aber benutzerfreundlicher finde ich
Google Jamboard. Also es gibt eine Reihe von Alternativen. Und was ich auch noch festhalten wollte, ist, dass ich mit der Shift-Taste gerade Linien, so, und vielleicht Linien, so, ich mache noch eine, um das zu symbolisieren. So, dann haben wir das hier auch noch notiert. So, das wären, und jetzt kann ich das natürlich kurz anschreiben auch wieder. Also ich kann hier Tipps, kann hier oben Fragen. Dann bei der Auswertung von etwas vielleicht Highlights und dann noch, jetzt ist etwas versteckt, was, ja, das tut mir leid, das ist jetzt die Kamera, die muss ich verschieben, so, was möchte ich als nächstes lernen? So. Und jetzt könnten Lernende oder Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denen teile ich diesen Link. Also wie mache ich das? Ich gehe hier auf Freigeben, erhalte dann das reguläre Google Docs Freigabemenü. Also am einfachsten ist es jetzt per Link zu machen. Ich muss jetzt hier ändern, jeder, der über den Link verfügt, und muss dann wählen, dass die Person mitbearbeiten darf. Jetzt ist es richtig. Jetzt kann ich es fertig. Jetzt kriege ich diesen Link, kann den kopieren. Ich füge den dann auch hier unten ein, dann könnt ihr gerne auch hier mitarbeiten und die Jamboards verarbeiten. Ihr könnt jetzt selber natürlich diese Post-its hinterlassen. Also das können jetzt Menschen tun. Sie können hier nämlich hinschreiben, Digi-Fernunterricht ist so wunderbar. Also Komplimente mache ich mir am liebsten selber. Dann kann man die hier einfügen, so. Man könnte aber auch ein Bild hochladen. Also ich kann jetzt hier Google Bildersuche und jetzt mal schauen, man findet mich tatsächlich bei der Google Bildersuche und dann kann ich mich selber jetzt noch einfügen, damit das wirklich ein total eitles Video wird. Also das wird dann hier, das ist auch ein Highlight, wie toll dieser Fotograf mich fotografiert hat. Also ich kann Bilder auch einfügen mit dieser Funktion. Ich kann Formen einfügen, ich kann Textfelder einfügen. So habe ich das jetzt hier eigentlich beschrieben. Ich kann Text auch markieren. Ich habe hier jetzt den Textmarker schon aktiviert. Ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, damit man das sieht. Mache auch wieder mit Shift diese Linien, damit sie schön gerade werden. So, jetzt noch eine hier runter. So, jetzt habe ich das mit Textmarker angestrichen, aber ich kann hier auch andere Werkzeuge wählen, also zum Beispiel Filzstift oder Pinsel. Also wenn ich jetzt mit dem Pinsel hier noch ein bisschen male, dann so. Kann ich mir den Hintergrund noch ein bisschen schön machen. Also das ist alles recht intuitiv verfügbar. Also das Menü auf der linken Seite zeigt das Ganze eigentlich. Und ich könnte eigentlich auch noch einen Hintergrund festlegen. Das habe ich jetzt alles nicht gemacht. Brauche ich auch nicht. Ich finde, die Tools sind sehr intuitiv zugänglich. Und ich habe das jetzt gerade zur Auswertung mit meinem Fachdidaktikseminar benutzt. Und das ging in Minuten. War völlig klar, wie es funktioniert. Und die Gruppe war sehr, sehr produktiv. Es waren 10 Personen. Es hat super funktioniert. Auch mit ganzen Klassen reicht es noch mit den Post-its. Jetzt mit 50 oder 100 Personen sind die Screens eigentlich zu klein. Also wenn 50 Personen gleichzeitig Post-its hinkleben, werden es einfach schlicht zu viele. Also nochmal zusammenfassend, ihr könnt Post-its schon vorgeben, die dann einfach noch gezogen werden müssen. Ja, jetzt hätte man das Tool wechseln sollen. Also ich muss jetzt hier den Stift abwählen, hier so, jetzt kann ich es ziehen. Natürlich nicht. Oder ich kann einen leeren Bildschirm vorgeben, wo man dann einfach Post-its eintragen kann. Und ihr könnt gerne damit rumspielen. Wie gesagt, ich werde den Link hier unten posten und ihr könnt selber ein bisschen ausprobieren, was ihr mit Google Jamboard alles machen könnt. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.